Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hallo, ich bin Frankie. Ja, es geht gleich ans Wasser und Zielfisch ist heute Barsch. Dafür habe ich mal so eine kleine Box hier fertig gemacht. Da gucken wir mal eben rein. Mit dabei habe ich immer so ein paar Gummifische. Die haben jetzt so 7 cm am 10 Gramm Jigkopf. Dann natürlich immer noch mal einen kleinen Wobbler. Weiß jetzt nicht, der hat auch so um die 7 cm. Natürlich noch einen Topwater nehmen wir mit. Also bei Topwater müsst ihr euch nicht immer so die Gedanken machen, was für eine Farbe die haben. Also der Fisch sieht den Topwater-Köder meistens nur von unten. Und von unten sind die Topwater meistens, wie ich es jetzt so kenne, so weiß, rosa, rötlich oder eben halt so. Also spielt ja nicht so eine Rolle, wie er von oben aussieht, sondern macht euch da nicht die großen Gedanken. Der Fisch sieht es eh nur von unten. Ja, dann habe ich noch so ein paar kleine von Damm FZ, so ein paar kleine Blinker dabei. Die habe ich immer in zwei Farben, einfach in Silber. Wenn Silber nicht läuft, probiere ich dann eben halt mal Bronze aus. Ja, immer auch noch dabei ein paar Jigspinner. Da habe ich hier die von, ich halte es mal so, kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen, von Lieblingsköder sind die, glaube ich, Spinmet, so heißen sie, haben hier vorne nur so einen Doppelhaken, also hat man kaum Hänger mit. Da sammelt man also auch kaum irgendwie Kraut mit am Boden auf oder sowas. Habe ich noch nie wirklich einen Fehlbiss mit gehabt, dass ich da einen Fisch mit verloren habe. Habe ich sogar mit diesem, dem etwas kleineren sogar, mit diesem hier, ich glaube, das war sogar der, jo, das war sogar der, da habe ich neulich einen 77er Hecht mit gelandet, auch voller Wurfweite. Also die Haken, muss ich sagen, sind wirklich irre stabil. Der Haken hatte sich schön hier vorne ins Maul reingehängt und der Fisch ließ sich wirklich ohne weiteres landen. Sind natürlich da jetzt nicht dazu gedacht, um eigentlich große Hechte damit zu beangeln, ne? Klar. Ja, was ich da nochmal sagen wollte, ich erlebe es immer wieder am Wasser, habe es auch neulich erst wieder erlebt, dass das richtet sich jetzt also mehr an euch Anfänger, dass Leute doch tatsächlich immer ihren ersten großen Fisch verlieren. Ja, woran liegt es? Ganz einfach. Die Schnur ist zu dünn, Knoten zu falsch, Knoten falsch, falsches Vorfach gewählt. Ihr müsst eben halt darauf achten, irgendwann beißt mal der große Fisch an. Oder wenn ich an Gewässern bin, wo ich mit großen Fischen, besonders mit großen Hechten rechnen muss oder unbekannten Gewässern, dann muss ich eben halt darauf achten, dass ich eine vernünftige Schnur habe. Also ich fische nie weniger als 10 Kilo, habe meistens eine 15 Kilo Schnur drauf, ein ordentliches Stahlvorfach oder ähnliches eben halt, ein Fluorocarbon, ein richtig kräftiges ab Millimeter, das geht auch schon mit großen Hechten. Und wie gesagt, ihr müsst immer darauf achten, dass ihr auch einen vernünftigen Knoten habt. Und wenn ihr eure Stahlvorfächer selber baut, darauf achten, dass die Stahlvorfächer auch wirklich vernünftig und richtig gebaut sind. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das dieses Jahr erlebe, dass Leute, hurra, mein erster Fisch! Und dann plötzlich 2 Sekunden später schon alles abgerissen. Hat natürlich dann daran gelegen, dass irgendwas mal wieder was schief gelaufen ist. Ja, im letzten Fall war es dann das Vorfach, was nicht richtig gewählt wurde. Im anderen Fall ist die Schnur einfach gerissen. Was eben halt auch sehr wichtig ist, wenn ich meine Schnur über längere Zeit fische, dann muss ich auch mal 2, 3 Meter vorne irgendwann abschneiden und das Stahlvorfach neu anknoten. Denn Unterwasserhindernisse, die ich vielleicht gar nicht erkenne, eine Muschelbank, irgendwie einen Baum, keine Ahnung, ein Einkaufswagen, was da liegt, wo meine Schnur mal ein bisschen dran lang schrappt, das kriege ich vielleicht gar nicht so mit. Also immer wichtig, auch die Schnur mal irgendwann ein Stückchen abschneiden und einfach neu anknoten, dann bin ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also fischt eine ordentliche, vernünftige Schnur, die natürlich nicht nur zu eurem Zielfisch passt, sondern auch zu dem zu erwartenden Fisch passt. Wie gesagt, ich gehe jetzt heute auf Barsch, ich muss aber auch mit Hechten rechnen, also bin ich auch dementsprechend ausgerüstet unterwegs. Macht einen vernünftigen Knoten, so einen alten Klammerknoten, das wird nichts mit einer geflochtenen Schnur, das geht bei kleinen Barschen, bei einer Forelle, kleinen Döbel oder sowas, wird das halten, beim großen Hecht definitiv nicht. Wenn ihr eure Vorfächer baut, baut vernünftige Vorfächer. Ich habe darüber auch ein Video gemacht, auch über die Knoten. Da setze ich euch alles nachher nochmal in die Beschreibung rein. Da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Also wie man Vorfach baut, ein Stahlvorfach baut oder wie man auch einen vernünftigen Knoten macht, der auch wirklich hält für eine geflochtene Schnur. Ja, ich würde sagen, genug geredet, ab ans Wasser, denn nur wenn der Köder im Wasser ist, dann fängt er auch. Wir sehen uns gleich am Wasser. Ciao, bis gleich.
So, haben wir den ersten Fisch. Zumindest am Haken. Bin mal gespannt, was das ist. Ich hoffe ja nicht wieder ein Hecht. Weil Hecht haben wir dieses Jahr schon genug gefangen. Jetzt muss man das Ganze so ein bisschen mit Gefühl machen, ne? Ein bisschen Kontakt zum Fisch aufbauen. Da sehen wir schon, ist natürlich wieder ein Hecht. Seht ihr, jetzt kann er sich ein bisschen Schnur nehmen. Ne, ist das ein Hecht? Ja, ich glaube, kleiner Hecht. Jetzt kann er sich ein bisschen Schnur nehmen. Und so schlitzt er uns auch nicht aus. Das ist jetzt kein großer Hecht. Und was haben wir denn da? Doch, das ist ein Hecht. Müsst ihr jetzt einfach so ein bisschen die Ruhe bewahren. Naja, so ganz so klein ist er gar nicht. Ein bisschen ausdrillen, soll er sich ein bisschen austoben, der Kleine. Und wenn wir den so weit haben, nehmen wir unseren Kescher. Und schwupps. Da habt ihr einen Fisch sicher gelandet. Da ist er. So, den müssen wir mal ein bisschen aufs Gras hier legen. Ich versorge jetzt den Fisch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Fisch ist versorgt. Jetzt habt ihr gerade gesehen, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, so ein kleiner Hecht, der ist natürlich jetzt nicht ganz so kräftig da. Wenn der Knoten jetzt nicht so perfekt gewesen wäre, hätte der auch noch gehalten. Aber man muss immer damit rechnen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier, das war glaube ich der fünfte oder sechste Wurf, da habe ich schon einen Hecht dran. Und man muss immer auch hier in dem Gewässer, wo ich jetzt bin, oder vielleicht auch in euren Gewässern mit großen Hechten rechnen. Und ihr habt ja schon gesehen, auch der Kleine nimmt sich so ein bisschen Schnur, haltet so ein bisschen Kontakt zum Fisch, lasst ihn ein bisschen laufen, holt ihn wieder dran. Und wichtig, dreht ihn über die Rute. Ne? Also die Rute ranholen und dann einkurbeln. Die Rute ranholen und reinkurbeln. Und wenn ich merke, dass der Fisch nochmal abzieht, dann lasse ich ihn einfach ein bisschen laufen. Wichtig ist, dass er einfach einen schönen Kontakt zu eurem Fisch eben halt habt, damit er den eben halt nicht verliert. Auch der hatte gerade eben, wo er im Kescher war, sich noch einmal geschüttelt, bups, war der Haken draußen. So ist es natürlich am besten, aber hätte ich jetzt nicht richtig gedrillt, hätte die Schnur mal lose gelassen oder die wären sich zusammengefallen, hätte sich dann geschüttelt, hätte ich den Fisch natürlich im Wasser verloren. Ja, da meine Knoten, meine Schnur natürlich immer alles ordentlich ist, verliere ich eben halt auch wenig Fisch. Und wenn du das auch so machst, dann verlierst du natürlich auch weniger Fisch eben halt. So, bevor ich jetzt wieder auswerfe, kontrolliere ich natürlich jetzt nochmal meine Schnur, mein Vorfach und dann geht es weiter und vielleicht sehen wir uns ja gleich noch beim nächsten Fisch. Ja, wie gesagt, der Zielfisch ist ja heute eigentlich der Barsch und da werde ich hier noch ein bisschen rumlaufen, mal gucken, ob wir da noch einen schönen Barsch an Haken kriegen. Also bis gleich. Ja, ist kaum zu glauben, schon der nächste. Also gerade frisch ausgeworfen. Und schon ist der nächste Fisch dran. Aber scheinbar auch wieder ein Hecht. Hopp, der schwimmt auf mich zu. Wie gesagt, auch hier wieder schön gucken. Was haben wir da? Ja, der ganz Lüttenhecht. Den wollen wir mal. Oh, der ganz kleiner. Haben wir ja wieder hier so ein. So, den nehmen wir den kurzen Kescher. Ja, ganz kleiner, mal schnell sehen, dass wir den wieder ins Wasser kriegen. So, ich versorge mal eben wieder schnell den Fisch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Barsch ist bis jetzt noch nicht geworden. Biss hatte ich jetzt auch keinen mehr. Hab den ganzen See hier jetzt mal so ein bisschen abgesucht. Bin jetzt wieder auf dem Rückweg quasi zum Ausgangs. Spot, wo wir eben gestartet sind. Und da probiere ich jetzt nochmal auf, ob wir da vielleicht nochmal einen Barsch, vielleicht geht ja auch nochmal ein Hecht dran und dann ist auch so langsam Feierabend. Ja, ich melde mich auf jeden Fall gleich nochmal, ob es noch mit dem Fisch geklappt hat und bleibt auf jeden Fall noch dran und seid gespannt. Bis gleich. Ciao. Das ist der nächste Fisch. Ich vermute, dass es auch wieder ein Hecht ist. Oder? Vielleicht haben wir auch mal Glück, dass es ein Barsch ist. Aber ich glaube, das ist wieder ein Hecht. Oh, da haben wir gerade. Ja, es scheint ein Hecht zu sein. Schön in aller Ruhe. Was haben wir da? Ein kleiner Hecht. Oh, der hat aber kleine Frechdachs. Hat richtig schön tief reingeschluckt. Upp, da haben wir den Kleinen.
War aber nur ganz kleiner. Den legen wir jetzt sofort zurück ins Wasser und wir sehen uns gleich wieder. So, da war ja nochmal ein kleiner Barsch. Ich glaube, es war jetzt der dritte oder vierte. Ich glaube, der dritte war es, ne? Ja, der dritte. Kleiner Barsch. Ein kleiner Hecht. Der andere, der war ja so 60, 70 hatte der, glaube ich. Oder um die 60, glaube ich. Die anderen, die waren jetzt echt klein. Die sind auch sofort wieder zurück natürlich ins Wasser gekommen. Ja, aber erfahrungsgemäß weiß ich, wenn hier so die kleinen Hechte rumjagen, die sind ja nicht umsonst hier, sondern wird es hier auch wohl auch Futterfisch für die geben. Also auch die Beute, die auch die Barsche verfolgen. Da werde ich immer noch ein bisschen weiter angeln und mal gucken, ob wir nicht doch noch einen Barsch an Haken kriegen. Denn Zielfisch ist ja heute eigentlich Barsch. Ja, ich mache wieder jetzt noch ein paar Würfe und wenn ich einen Fisch dran habe, melde ich mich nochmal. Ja, liebe Leute, noch ein paar Würfe gemacht, aber nichts mehr gefangen. Also ich werde auf jeden Fall gleich noch mal ein paar Würfe machen, aber das Video hier ist jetzt für euch hier zu Ende. Ich habe auch so ein bisschen Köderwechsel zwischendurch noch mal gemacht, andere Farben auch die ganze Zeit immer ausprobiert und auch mal mit dem Jig-Spinner, also von den Spin-Mat von Lieblingsköder probiert. Aber gefangen hat wie immer oder wie häufig der kleine Westin hier oder eben halt, ich habe hier davon auch noch den großen Bruder oder die große Schwester auch von mir aus, kann ich mir eigentlich immer drauf verlassen, einer meiner Top-Köder, wo ich dieses Jahr wirklich super gut mit gefangen habe. Ja, ich will eben die Hand wechseln. Ich wollte ja noch ein Video machen und zwar an der Ostsee auf Plattfisch. Aufgrund von Corona und auch der Wetterlage teilweise fällt das jetzt erstmal flach, kommt aber auf jeden Fall noch nächstes Jahr das Video auf Plattfisch mit den neuen Routen, mit dem Brandungsdreibein und was sich da eben halt alles noch so angeschafft habe für diese Aktion. Ja, auf jeden Fall wird es noch ein Video geben auf Zander und zwar den Nachmittagszander an der Steinpackung. Also den werden wir da bei Tageslicht fangen und ich hoffe, ihr seid dabei und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Ja, und denkt dran, das richtet sich jetzt an euch Anfänger oder vielleicht auch schon an erfahrene Angler, aber eben halt mehr an Anfänger. Vernünftige Schnur, vernünftiger Knoten, vernünftiges Vorfach und dann klappt es auch mit dem ersten großen Fisch. Ja, das war's auf Freaky Fishing Friends bei Frankie. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.